Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. EU, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. Wo ist der Unterschied? Es gibt keine Aufgabe. Es gibt keinen, der beauftragt ist. Das ist so ähnlich, wie wenn wir nachher hier rausgehen und sagen, dieser Raum ist aufzuräumen. Da sind wir alle absolut einig. Und dann gehen wir alle raus. Ist das deutlich? Das heißt, da ist die Würde des Menschen zu einer reinen Luftnummer erhoben. Es steht noch drin, aber es hat keine Bedeutung. Es ist in keiner Weise durchsetzbar. Artikel 2 im deutschen Grundgesetz heißt Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und Recht, durch Hartz IV schwer außer Kraft gesetzt, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Artikel 2 in der Menschenrechtskonvention europäischen heißt Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Was fehlt? Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Jetzt möchte ich genau sagen, wo das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gelöst von einem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit zuerst geschichtlich formuliert wurde. Habeas Corpus Acta. Das wurde im alten Rom, wenn ein Sklavenhalter seine Sklaven entliehen hatte, musste der Entleihende unterschreiben, dass er sie lebendig und gesund wieder zurückbringt, sonst hätte er sie kaufen müssen. Ist das deutlich? Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, gelöst vom Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, ist ein reines Sklavenrecht. Gelöst von der Würde, von der Achtung und dem Schutz der Menschenwürde, von denjenigen, der dafür... Das ist die EU-Verfassung. Und die soll gelten. Soweit zum Thema. Nur damit man einmal weiß, was ich hier gesagt habe, was stört. Ne? So, nach dem Thema. Das muss man einmal begriffen haben. So, dann weiß man, was mit der EU passiert. Aber ich möchte ja jetzt zum echten Thema. Volksabstimmung wäre wirklich geil.